Olivia Rodrigo verriet, dass die Gesichtsmasken, die die Ausbreitung von Covid-19 eindämmen, nicht gerade dazu beitragen, ihre Akne in Schach zu halten. Die 18-jährige Drehtor-Hitmacherin enthüllte in einem Video für Vogue, was sie für ihre Gesichtspflegeroutine verwendet, um ihr Gesicht und ihre Haare zu pflegen. Olivia enthüllte, dass sie ihre Gesichtspflege einfach hält, um Irritationen zu stoppen. Am Anfang ihrer Gesichtspflegeroutine entscheidet sich die Musikerin immer für den Etions Milky Lotion Cleanser Gesichtsreiniger. Die Good For You Sängerin erklärte, dass weniger ist mehr ihre Hautpflege und Make-up-Philosophie ist. In dem Video erzählte Rodrigo, ich hatte den schlimmsten Fall von Dermatitis, bei dem ich gerade um meinen Mund herum Akne bekam und es war schrecklich. Ich denke, es lag an den Masken und auch an einer Reihe von Produkten, die meine Haut reizten. Und so sagte mein Dermatologe, okay, streiche alles aus deiner Hautpflegeroutine, wasche einfach dein Gesicht. Und deshalb ist meine Hautpflege und Make-up-Routine so einfach. Ich denke, bei der Hautpflege ist weniger oft mehr. Olivia glaubt zudem, dass es beim Thema Hautpflege wichtig ist, realistische Erwartungen zu haben. Ich kann nicht erwarten, immer perfekte Haut zu haben. Meine Haut liebt es, an meinem Kinn und an meiner Nase Akne zu haben. Die Masken helfen da definitiv nicht.